Hallo in die Runde. Neben mir sitzt Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Und dass auch das sei dringend erwähnt und unterstrichen, Bodo war zu dem Zeitpunkt, als die WASG und die PDS sich zusammenschlossen, der Partei Neubildungsbeauftragte. Wir beide haben großen Wert darauf gelegt, dass es nicht einfach Fusionsbeauftragter heißt, sondern Partei Neubildung. Warum uns das so wichtig war, darüber kommen wir vielleicht heute auch ins Gespräch. Mein Name ist Katja Kipping, ich bin Vorsitzende der Partei Die Linke zusammen mit Bernd Trixinger, Mitglied des Deutschen Bundestages und dort für Sozialpolitik zuständig, und ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Hallo. So, wir beide sollen reden. Sie dürfen auch gerne Themen beisteuern, über die wir reden sollen. Ich fang mal an mit einer Frage an Bodo, damit er so richtig warm laufen kann beim Diskutieren. Bodo, du warst du bist immer noch der erste und einzige linke Ministerpräsident an dem Tag, wo du gewählt wurdest. Das war wie ein Politkrimi. Ich erinnere mich sehr gut an den Tag, ich nehme an, du auch. Wir sind damals mit dem Auto nach Thüringen gefahren, weil wir dort ein Treffen hatten. Und wir mussten zwischen den Wahlgängen Halt machen an einer Raststätte. Und es war der erste Wahlgang, wo noch unklar ist, ob du gewählt wirst. Da kam gerade eine Besuchertruppe mit einem Bus, die sich sehr freute, dass es nicht gelungen ist, und die uns dann erkannten und uns sehr böse anschauten. Und als wir dann losfuhren, kam die Nachricht, dass du gewählt bist. Und ich habe mich riesig gefreut, habe auch ein bisschen dran gedacht, an die Gesichter, die die Leute dann dort in dem Bus gemacht haben. Es gab viele Sorgen, die damit verbunden waren. Erzähl doch mal jetzt Rückblick auf die erste Zeit als Ministerpräsident. Was kann man so reißen? Wo kann man als Ministerpräsident den Unterschied machen? Na also, erstmal ist es in der Tat so, die Kandidatur in Thüringen ist aus mehreren Gründen was Besonderes gewesen. Nicht nur, weil ich das Parteibuch der Linken habe und weil es das bis dahin als undenkbar galt. Es galt auch als undenkbar, dass eine Koalition entsteht aus drei Parteien. Damals undenkbar. Es wurde immer gesagt, das geht im deutschen Parteiensystem nicht. Es müssen ein großer und ein kleiner sein und was anderes funktioniert nicht. Das ist alles instabil. Und das Kuriose ist, seitdem wir das Modell entwickelt haben, gibt es mittlerweile jede Menge Dreierkoalitionen. Und offensichtlich sieht es jetzt so aus, dass in der Bundesrepublik Deutschland an Dreierkoalitionen gar nichts mehr vorbeigeht. Und zwar unabhängig, wie die Farbenlehre ist. Jetzt sage ich mal, warum mir natürlich lieber ist, dass eine möglichst starke Linke an einer Regierung beteiligt sein sollte und wo der Unterschied zu sehen ist. In Nordrhein-Westfalen haben wir das wirklich bittere Problem gehabt, dass wir einen exzellenten Wahlkampf hatten, gut zugelegt haben, aber am Ende bei 4,9 gescheitert sind. Das ist aus mehreren Gründen bitter. Also zu sehen, wir sind eigentlich erfolgreich im Wahlkampf, haben unsere Anteile mehr als verdoppelt und haben eine gute Performance. Jetzt bildet sich eine CDU-FDP-Landesregierung. Das Erste, was sie machen, ist das beitragsfreie Kita-Jahr abschaffen und Studiengebühren wieder einführen. Das ist das Gegenteil von dem, wofür ich mein Leben lang gekämpft habe. Wir werden ab 1. Januar 2018 das letzte Kindergartenjahr komplett für alle Eltern beitragsfrei stellen. Wir haben das Elterngeld, das war das Geld, das Dieter Alter aus den Müttern gegeben hat, die nicht ihre Kinder in die Einrichtung bringen. Die sind dafür in Thüringen finanziert worden. Dieses Geld haben wir wieder eingesammelt und haben gesagt, Geld, staatliches Geld muss für alle Kinder da sein. Und es muss diskriminierungsfrei sein. Jetzt höre ich von einzelnen Akteuren, ja, damit stellt ihr die Reicheren besser und die Armen hatten doch sowieso schon eine Beitragsfreiheit. Dass die dafür aber immer einen Antrag und Formulare und alles ausfüllen mussten, das wird einfach weggelassen. Ich möchte am Ende, dass weder die Schule Geld kostet, noch das Studium Geld kostet, noch die Kinderbetreuung im Kindergarten Geld kostet. Das wäre die gesellschaftliche Investition in die Zukunft unseres Landes, dass kein Kind daran unterschieden wird, ob die Eltern hohes Einkommen haben oder ob die Eltern Formulare ausfüllen oder eine Bedürftigkeitsprüfung
überstanden haben. Ich halte das für das Diskriminierende. Deswegen unsere Herangehensweise, Beitragsfreiheit durch das ganze Thema und damit eine andere Sicht auf gesellschaftliche Entwicklung. Es ist spannend, dass du das ansprichst. Ich finde, ja genau, das verdient Applaus. Ich komme gerade von einer Diskussion zur Familienpolitik mit Manuela Schwesig. Und da ging es auch darum, wie universell sollen Leistungen sein oder macht man immer zuallererst die Bedürftigkeitsprüfung. Und diejenigen, die dann das möglichst kompliziert und abgestuft machen wollen mit einem wahren Beweis, wie bedürftig man ist, die argumentieren dann immer und sagen, na, wir wollen ja nicht, dass die Kinder von Millionären gefördert werden. Nun sage ich, also wer Angst hat, dass Millionäre in diesem Land, dass es denen so gut geht, für die gibt es ein ganz einfaches Mittel, das ist die Steuerpolitik. Man kann über die Vermögens- und Einkommenssteuer dafür sorgen, dass Superreiche und Millionäre stärker zum Gemeinwesen beitragen. Die Millionärssteuer, die wir wollen für Vermögenssteuer, würde dazu führen, dass die Länder in Summe 80 Milliarden Euro mehr zur Verfügung hätten. Da könnte Bodo viel an Beitragsfreiheit und besserer Qualität in der Bildung in Thüringen umsetzen. Wer aber meint, man muss es für Kinder, die Sozialleistung besonders kompliziert machen, wird am Ende nämlich nur bewirken, dass es dem Kind des Millionärs trotzdem gut geht. Aber diejenigen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind, ich sage mal Alleinerziehende oder Kinder, deren Eltern beide auf Hartz IV angewiesen sind, aber getrennt leben und jeden Euro dreimal umdrehen müssen, dass die sich verhättern im gesamten Behördendschungel. Also eine Alleinerziehende, die Teilzeit arbeitet, drei Kinder großerziehen muss, die hat keine Zeit, nebenbei noch einen Doktor in Behördenkunde zu bestehen. Ja? Und deswegen habe ich auch dort sehr für universelle Leistungen plädiert. Und dann kam eine Erkenntnis, was ist die beliebteste Leistung? Das ist das Kindergeld. Und warum? Weil es allen zugutekommt. Wir brauchen also Gebührenfreiheit und universelle Leistungen. Und wir brauchen eine stärkere Besteuerung von Reichtum. Das machen wir aber über die Steuer und nicht, indem wir bei den Kindern draufschauen. Naja, man kann das ja nochmal um eine andere Facette bereichern, damit man die Paradoxie sieht, über die wir endlich reden müssen. Warum? Wir haben einen kleinen Hund zu Hause, unsere Kinder sind groß. Warum ist das Hundefutter mit dem geringen Mehrwertsteuersatz belegt, aber alle Kindersachen mit dem hohen? Das ist doch absurd. Warum ist eine Ehe, die geschlossen wird, unabhängig davon, ob Kinder da sind oder nicht, steuerlich bevorzugt, alleine nur wegen des Trauscheins, also Steuer-Ehegattensplitting. Warum wird dieses Steuergeld nicht ausschließlich für die Kinder eingesetzt? Also wenn wir wollen, dass Kinder diskriminierungsfrei, möglichst optimal in dieser Gesellschaft sich entwickeln können und es auf das Vermögen im Kopf der Kinder ankommt, was sie werden, und wie sie es werden, dann müssen wir darauf achten, dass das Vermögen der Eltern wirklich nur bei den Steuern besteuert wird. Aber die Kinder an sich gefördert werden, so wie sie kommen. Ohne zu gucken, sind sie arm, sind sie reich, kommen sie aus so einem Elternhaus oder so einem Elternhaus, sind die Eltern so verheiratet oder ist es eine partnerschaftliche Beziehung oder ist es eine Patchwork-Familie. Diese nicht mehr zeitgemäße Form von Familienbild in unserem Steuersystem ist zum Kotzen. Ich finde, dass eine notwendige Überarbeitung dringend angesagt ist, damit Kinder im Vordergrund stehen und damit auch eine Kinderförderleistung im Vordergrund steht, weil alles, was wir an Sozialsystemen im Moment obendrauf packen, wird anschließend wieder verrechnungsfähig gemacht. Das nützt doch überhaupt dem Kind gar nicht. Deswegen eine andere Form des Denkens ist notwendig. Und das beginnt bei der völlig bescheuerten Situation, mein Hund könnte auch Hundefutter fressen, was den vollen Mehrwertsteuersatz hat. Aber Kinder sollten für alles, von den Windeln bis zu den Spielsachen, bis zu den Kinderklamotten, einfach mit dem niedrigen Mehrwertsteuersatz belegt sein. Dann hätten wir eine andere Form von direkter Förderung für das, was wir alle brauchen, nämlich eine möglichst kinderfreundliche Gesellschaft. Bodos Hund gehört übrigens zu den meistfotografierten Hunden, glaube ich, hierzulande. Er hat noch einen eigenen Twitter-Account. Also wenn Sie so mitbekommen wollen, was sein Herrchen macht, kann man sich mal bei dem Hund reinschalten. Kirchentag ist ja auch immer interaktiv. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, die Sie immer schon mal dem Ministerpräsident von Thüringen stellen wollten oder mir, dann nehmen Sie doch Zettel und Stift. Und wir sind ja hier nicht alleine am Stand. Ich mache mal einen kurzen Werbeblock. Bei der Linken gibt es eine unglaublich rege und aktive Bundesarbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen in der Linken.
ich werde euch jetzt einfach mal zu Anwälten und Anwältinnen des Publikums ernennen. Ich hoffe, ihr nehmt das Amt an. Wunderbar, also Fragen auf Zettel einfach an die Mitglieder der BRG Christinnen und Christen bei der Linken. Und wir versuchen das dann alles unterzubringen hier. Bodo, vielleicht nochmal, wir haben jetzt viele Punkte gesprochen, wo wir uns einig sind. Du hast schon angedeutet, wofür du auch in Thüringen kämpfst. Kannst du noch mal, also ich komme ja aus Sachsen, wir haben einen CDU-Ministerpräsidenten und ich muss einfach nur vergleichen, was der erzählt und was Bodo erzählt, um genau zu wissen, die Linke und konkret Bodo macht echt den Unterschied aus, ja. Aber wenn du es so ganz kurz, du bist ja auch jemand, der selber viel twittert, erklären müsstest, in wenigen Zeichen, wo macht die Linke in Thüringen den Unterschied, wo kann man das sofort ablesen, ob jemand von der CDU-MP ist oder ob du MP bist? Naja, das Beispiel Kinder habe ich genannt. Und das beitragsfreie Kindergartenjahr ist ein zentrales Thema, das wir auf den Weg gebracht haben. Das Thema Schule. Bei allen Schwierigkeiten, die ein Schulsystem hat, das seit 20 Jahren nicht reformiert wurde. Aber alleine die Tatsache, dass 8 Jahre vor meinem Amtsantritt, 8 Jahre zuvor, keine Lehrer eingestellt worden sind. Wir stellen jetzt so viele Lehrer ein und das reicht immer noch nicht. Das heißt, wir sind jetzt immer noch bei zu viel Stundenausfall. Ich behaupte also nicht, dass wir schon auf einem guten Punkt erreicht wären. Aber alleine, dass wir jetzt schon 1500 neue Lehrer eingestellt haben, dass wir die Lehrer Deutsch als Zweitsprache, DATS-Lehrer, 300 neu eingestellt haben, dass wir ihre befristeten Verträge entfristet haben, dass wir jetzt eine Stundenausfallreserve schaffen, dass wir im kommenden Jahr nochmal 1800 Lehrerstellen schaffen. Und dann kommt sowas, was ich nicht wollte, das will ich auch sagen. Die Verbeamtung von Lehrern war nicht mein Ziel, weil ich politisch immer der Meinung bin, ich hätte gerne eine moderne Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Ich auch, jeder. Und trotzdem ist es so, dass im Wettbewerb der anderen Bundesländer es nur noch 2 Bundesländer gibt, die nicht verbeamten. Eins davon sind wir. Das Ergebnis ist, dass uns junge Leute weglaufen dahin, wo sie angeboten kriegen, verbeamtet zu werden. Also haben wir jetzt die Verbeamtung wieder geöffnet. Und von den 2500 oder 3000 Berechtigten haben schon 2500 jetzt den Beamtenantrag gestellt. Deswegen muss ich auch mal zur Kenntnis nehmen, dass nicht alles, was wir manchmal beschließen als Partei, 1:1 auch wirklich das ist, was die Bevölkerung oder Betroffene auch so sehen. Deswegen werbe ich nach wie vor für eine moderne Bürgerversicherung als eine Zielstellung. Die können wir aber nur im Bund durchsetzen. Das ist keine landespolitische Maßnahme. Und es gibt ein paar andere Förderkriterien wie Bildungsförderung. Ich erinnere mich bitter, dass ich 2005 bis 2009 als Bundestagsabgeordneter gegen die Abkoppelung der Kulturfinanzierung gekämpft habe. Die Linke hat deutlich gesagt, wir wollen, dass weiterhin Schulpolitik mit Bundesgeld, wenn es um Ganztagsschulen geht, gefördert wird. Die SPD hatte damals ein Modellprojekt entwickelt. Dieses Modellprojekt hat gut funktioniert und dann hat die CDU durchgesetzt, dass im Grundgesetz die Kulturhoheit als Tabuthema eingeführt wurde. Ich habe in meiner letzten Rede im Bundestag gesagt, das ist ein schwerer Fehler, den Sozialdemokraten heute machen. Wenn sie zu dieser Grundgesetzänderung Ja sagen, werden sie es nicht mehr korrigieren können. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass händeringend ganz viele Bundesländer sagen, gebt uns doch Geld für die Schulsanierung. Und jetzt kriegen wir gerade mal Geld für die energetische Sanierung. Also man muss immer was erfinden, damit das Bundesgeld genommen werden darf, weil es jetzt diese Trennung im Grundgesetz gibt, die verheerend ist. Deswegen, wenn wir wollen, dass auch Bundesgelder eingesetzt werden, um Schulen zu sanieren, um Schulpolitik zu ermöglichen, dann ist das keine Absage an die Kultushoheit der Länder, sondern es geht nur kooperativ. Und dazu brauchen wir andere Mehrheiten in ganz Deutschland. Das ist ja eine perfekte Überleitung zu dem, was in 4 Monaten passiert, die Bundestagswahl. Möchte ich, bevor wir zu den Fragen kommen, mal was sagen.
Wir als Linke haben ja mit als Erste unser Wahlprogrammentwurf vorgelegt und wenn man da reinschaut, wird eine Sache sehr deutlich, dass keine Partei so konkrete Vorschläge hat zur Besserstellung der Mittelschicht. Ich will das nur mal mit zwei, ich will sie jetzt wirklich nicht mit Zahlen zuschütten, aber zwei Zahlen nennen. Wir haben das Problem, dass Menschen, die niedrige Löhne haben, immer sofort in die Armutsrente reinkommen. Wir wollen eine Aufwertung der Rente und das Ergebnis wäre nach unserem Rentenmodell ganz lebenspraktisch, dass eine Verkäuferin am Ende ihres Arbeitslebens 270 Euro mehr in der Rente hat. Oder wir wollen in der Einkommenssteuer, sagen wir, die Mittelschichten müssen deutlich entlastet werden. Das würde dazu führen, dass eine Facharbeiterin mit 3.400 Euro brutto bei uns 211 Euro im Monat mehr behält. Und dieses Ziel, die Mitte besser zu stellen, ist bei uns ganz eng damit verknüpft, Armut für alle abzuschaffen. Wir wollen, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind. Und erst in dieser Verbindung wird es stark. Und wenn du das möchtest, musst du eben auch bereit sein, Superreiche deutlich stärker zur Kasse zu bitten. Also ich sage allen, die für den Bundestag kandidieren, unser Einkommenssteuermodell sieht vor, dass Bundestagsabgeordnete deutlich mehr bezahlen. Die Zahl derjenigen, die kandidieren, ist trotzdem recht groß. Ja, also muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Wir wissen, die können das wegtragen, was das anbelangt. Und finde, das ist auch ein Unterschied. Viele sagen jetzt im Wahlkampf, wir sind für die Mitte, wir kümmern uns darum, aber die verbinden das meistens damit, dass sie nur sagen, damit ihr euch besser fühlen könnt, muss es den anderen schlechter gehen. Also entweder den Armen oder den Ausländern, den Geflüchteten. Aber wir sagen, wir wollen eben genau die Interessen derjenigen, die arm sind und die mittleres Einkommen haben, eng zusammenbinden und deswegen muss man sich mit Superreichen anlehnen. Jetzt ist hier eine Frage reingekommen und die finde ich sehr spannend. Die Frage lautet, wie ist der Verfassungsschutz in Thüringen? Ihr habt ja jemand Neues berufen, den Stefan Kramer. Sagt doch mal was zur Situation und wo ihr da auch einen Unterschied gemacht habt. Also es beginnt bei der Feststellung, dass die Linke in Thüringen der Meinung war und der Meinung bin ich immer noch, unabhängig davon, welche Entscheidungen wir in der Zwischenzeit treffen mussten. Wir wollten, dass der Thüringer Verfassungsschutz aufgelöst wird. Und zwar nach dem Bekanntwerden des NSU-Terrors. Die drei Hauptnamen werden immer mit drei jener Menschen verbunden. In Wirklichkeit muss man reden von einem Netzwerk, das wesentlich größer ist. Wir gehen von einer Größenordnung von einem Netzwerk, einem aktivierten Netzwerk von um die 100 Menschen aus, die im hohen Maß rückgebunden waren auf Thüringen, aber eben auch auf Franken, Nürnberg, aus der bayerischen Situation und Baden-Württemberg. Wir haben da eine ganze Reihe von Untersuchungsausschüssen gemacht. Ich habe selber zwei Bücher dazu herausgegeben, wo wir die Teile der Untersuchungsarbeit auch präsentiert haben. Am Ende war es sogar so, dass die Thüringer CDU der Meinung war, dass dieser Verfassungsschutz, dieser konkrete, so viel Schuld auf sich geladen hat durch Weggucken oder durch aktives Handeln. Dazwischen liegt eine Grauzone, die nicht aufgeklärt ist, weil eben zu viele Akten verschwunden sind, zu viele Akten geschreddert worden sind. Aber ich zitiere an der Stelle immer Petra Pau, die im Bundestagsuntersuchungsausschuss damals war. Petra Pau hatte in einer MAD-Akte gelesen, militärischer Abschirmdienst, da kommen Thüringer Soldaten zurück aus Südafrika von einer Farm, die dort von Nazis betrieben wird. Und sie erzählen ihren Leuten dort, wir konnten alles schießen, nur Handgranaten werfen hat nicht funktioniert. Dafür müssen wir nochmal nach Polen, damit wir wissen, über was wir reden. Wir reden über ein Netzwerk von gewaltbereiten Mördern. Und wir wundern uns jetzt, dass es wieder ein Netzwerk in der Bundeswehr gibt. Oder wir wundern uns nicht. Und die Frage ist, wieso merkt man in Bundeswehrkasernen nicht, dass da Nazi-Embleme sind? Wieso merkt man nicht, dass dort ganz klar SS oder SA Zitate in der Traditionslinie mit zu sehen sind? Wieso merkt das niemand? Wieso merkt man nicht, wenn an der Bundeswehrhochschule in München auf einmal so ein Netzwerk auch aktiv sein soll? Und wieso ist man so verblüfft, dass dann auf einmal Namen von Menschen auf Listen stehen? Unter anderem bei dem einen stehe ich ja auch drauf. Also ich sage mal, da haben viele Leute Schuld auf sich geladen. Und wer das nicht hat sehen wollen und nicht hingucken will, wer nicht aktiv die Augen aufmacht, dass es da auch noch Substrukturen gibt, wo Leute hochgerüstet werden
und am Ende sich frei bewegen und offenkundig ungeschützt bewegen, also den Raum auch nutzen können, da sage ich mal, wenn das Geheimdienste nicht merken, dann sind sie entweder gefährlich oder unfähig. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir haben eine Person von außen geholt, Stefan Kramer, der langjährig der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland war, der also aus der Perspektive einer der Opfergruppen des NS-Holocaust eine andere Sicht darauf hat und wiederum befreundet ist mit sehr vielen, die selber aus ausgegrenzten Gruppen sind. Also, wir haben diese Diskussion auch mit Romani Rose intensiv geführt, dem Zentralrat der Sinti und Roma. Ich habe jetzt im Moment auch einen Kulturvertrag mit dem Zentralrat der Sinti und Roma abgeschlossen, der erste im Übrigen in ganz Deutschland, der die Gräberpflege und die aktive Betreuung der Sinti und Roma als staatliche Aufgabe mit angenommen hat. Und aus dieser Perspektive hoffe ich, dass der jetzige Verfassungsschutz, so wie er arbeitet, zumindest sich nicht mehr einweben lässt in das, was ich den Schuldkomplex nenne. Meine tiefe Überzeugung, dass das Geheime in Geheimdiensten aber auch ein Demokratieproblem ist, diese Skepsis will ich nicht leugnen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass man jedes staatliche Handeln mit legitimen Kontrollmechanismen überprüfen können muss. Und unsere Kontrollinstitutionen, auch im Deutschen Bundestag, haben mehrfach immer wieder deutlich gemacht, wie sehr sie sich hintergangen fühlen. Und wenn ein Geheimdienst Abgeordnete hintergeht, dann ist das ein Schaden für die Demokratie an sich. Also ein Thema, zu dem Bodo sehr lange reden kann. Wer mehr dazu erfahren will, den empfehle ich nochmal, seine Bücher zu dem Thema zu kaufen. Wir müssen nämlich jetzt von dem Thema zu einem nächsten Thema wechseln, wo es auch eine Frage gibt. Und zwar geht es um den Bildungsbereich. Also eine Frage lautet, die Lehrmittel sind 20 Jahre alt. Was kann man da tun? Und eine zweite Frage lautet, können Sie sich ein bundesweites Zentralabitur vorstellen? Oder würden Sie vorschlagen, oder was würden Sie vorschlagen, um das Abitur bundesweit vergleichbar zu machen? Also bei dem Letztgenannten arbeitet ja die Kultusministerkonferenz daran, dass es einen Vereinheitlichungsprozess geben soll. Ich persönlich finde es auch nicht in Ordnung, dass die Kultushoheit der Länder zu unterschiedlichen Bildungsabschlüssen führt, die nur mühselig vergleichbar gemacht werden, weil man dann das Umzugsrisiko der Eltern auf dem Rücken der Kinder austrägt. Das halte ich für ein Problem. Deswegen wäre es mir lieber, wir hätten eine Standardisierung, wie ein 10er-Abschluss aussieht und wie ein Abiturabschluss aussieht und wie ein Berufsbildungsabschluss aussieht, damit dort ein höheres Maß an Klarheit und Verbindlichkeit da ist. Ich sage das auch deswegen, weil wir in Thüringen das schreckliche Gutenberg-Massaker hatten. Und das schreckliche Gutenberg-Massaker, dort hat dieser Mörder, der junge Mensch, der zum Mörder dann wurde, und er bleibt ein Mörder, damit ich da nicht falsch verstanden werde, aber der hat das Abitur nicht geschafft. Und das Ergebnis damals war, dass wer die Thüringer Schule als gescheiterter Abiturient verlässt, hatte gar keinen Schulabschluss. Gar keinen. Weder Hauptschule noch mittlere Reife, gar keinen. Und er hätte sich überhaupt nicht im öffentlichen Dienst, nicht mal im mittleren Dienst bewerben können. Das ist jetzt mit der Sonderprüfung für die 10er-Klasse abgeändert worden. Aber ich halte das durchaus für reformbedürftig. Und zu der Frage der Schulmittel. Also spätestens, wenn wir über die digitale Gesellschaft reden, ist alles, was wir an den Schulen machen, erbärmlich. Insgesamt. Also da will ich überhaupt nicht jetzt sagen, dass wir da in Thüringen eine Sondernummer hätten. Wir können viel Geld in die Hand nehmen, aber der Rückstau, den wir zur tatsächlichen Welt haben, ist so groß und die Zukunft wird entscheidend sein, ob wir lernen, mit dem digitalen Thema in der Wirtschaft umzugehen. Industrie 4.0 ist die eigentliche Herausforderung. Und die Frage Datenschutz und Datenanwendung und die Frage, wer kontrolliert die Algorithmen und wie kriegen wir die Algorithmen offen, das werden Zukunftsfragen sein. Und an der Stelle sind unsere Schüler fitter wie unser Lehrpersonal. Das ist aber eine systemimmanente Problemlage. Deswegen habe ich vorhin ja den Hinweis auf das Kooperationsverbot gegeben. Hätten wir dieses Kooperationsverbot nicht,
könnten wir tatsächlich sagen, wir nehmen Bundesgeld und stecken es in die Offensive, damit es eine Bildungsoffensive gibt. Ich werbe nach wie vor dafür, weil ein einzelnes Bundesland unter den Bedingungen des Länderfinanzausgleichs gegen den Trend der anderen Bundesländer alleine fit zu machen, ist ein Unterfangen, das wird schiefgehen. Da werden wir immer dritter Sieger sein. Und jetzt sage ich nochmal, wir stellen im Moment Lehrerinnen und Lehrer ein, in Größenordnung. Und es reicht trotzdem nicht, weil die Struktur, unsere Schulstruktur nach innen im Moment unser Lehrerbestand fast auffrisst. Wir haben 600 Schulklassen, die kleiner als 10 Schüler sind und haben gleichzeitig hunderte von Schulklassen, die größer als 28 sind. Gleichzeitig. Das geht nicht. Das ist ein Landesthema. Und deswegen habe ich eine Kommission eingesetzt, die sich im Moment nur mit diesem Thema beschäftigt, wie wir die Strukturierung verändern, wie wir kleinere Schulen im Verhältnis zu großen Schulen als Kooperationspartner schaffen, dass nicht immer der gleiche formale Verwaltungsaufbau abgebildet werden muss und die Verwaltung uns immer einen Teil des Lehrpersonals auffrisst. Auch darüber muss man reden. Und die Bemerkung sei mir erlaubt, ich habe in die Kommission Leute berufen, die unterschiedlichste Parteiherkünfte haben. Ich habe 2 CDUler da drin. Das findet die CDU überhaupt nicht lustig und distanziert sich auch davon. Und ich habe gesagt, ich habe die nicht eingeladen, weil die CDUler sind, sondern weil die Ahnung haben. Der eine ist Schuldezernent in Jena und ich werde doch nicht auf den besten Schuldezernenten, der die höchste Inklusionsrate in ganz Thüringen hat, auf den werde ich doch nicht verzichten, nur weil er CDU-Mann ist. Der ist Fachmann und genau als Fachmann will ich ihn haben. Und dasselbe war mit dem Gemeinde- und Städtebund. Wir haben 2 Bürgermeister und 3 Landräte mit eingebunden. Daraufhin hat der Gemeinde- und Städtebund und der Landkreistag uns schriftlich mitgeteilt, sie weigern sich sogar, ihre Vorschläge vorzutragen, weil sie die nicht eingereicht haben, sondern weil ich die Kommission berufen habe. Das zeigt ein bisschen, dass es in Thüringen auch noch eine Binnenpolitik gibt, die da heißt, diese Landesregierung soll scheitern. Sie soll keine Erfolge haben. Und wenn man es umstrukturiert, ist das mit Veränderung verbunden. Das muss man aber mit Akteuren vorbereiten, die Ahnung haben. Ich bin Ministerpräsident, aber ich kann nicht über Wasser laufen und kann nicht prophetisch alles vorhersagen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass die sich tagtäglich um Bildung kümmern, Vorschläge machen, wie wir es verbessern und mit denen will ich es dann auch umsetzen. Also es gibt viele, die wollen, dass Rot-Rot-Grün in Thüringen scheitert. Umso wichtiger ist es, dass wir jeden Erfolg, den es gibt, auch weitererzählen, weiter twittern, retweeten und so weiter. Da ist auch auf uns Verlass. Jetzt ist bei vielen Themen, die du angesprochen hast, Bodo, auch deutlich geworden, dass sich eigentlich auf der Bundesebene was ändern müsste. Und dazu gibt es eine spannende Frage, die lautet, R2G, ich spreche ja lieber von der möglichen Mitte-Links-Regierung. Welche Chancen siehst du noch dafür auf Bundesebene? Ich will einen anderen Blick auf die Antwort geben, nämlich den Bundesrat. Im Bundesrat habe ich es geschafft, dadurch, dass ich sozusagen eine Ausnahmefigur bin. So wie der Kretschmer auf seine Art innerhalb des Kreises eine Ausnahmefigur ist, bin ich auch eine. Und als die Regionalisierungsmittel zum Thema standen, das waren die Gelder für den ostdeutschen Personenverkehr, die auf den Schienen fahren, sollte uns die Hälfte des Geldes gestrichen werden. Es ist am Ende durch meine Sturhaftigkeit gelungen, dass es eine erneute Diskussion im Bundestag gegeben hat. Ihr habt dazu nochmal einen Antrag gestellt. Das hat die SPD und die CDU zu einer Situation gebracht, dass die Angst hatten, dass die einen Riss zwischen Ost und West in ihren beiden Fraktionen kriegen. Das hat zu einer Geschwindigkeit geführt, bei dem die Kanzlerin sich eingeschaltet hat und wir am Ende alle 16 Bundesländer einen gemeinsamen Vertrag hingekriegt haben. Also die Frage, ob da jemand sitzt, ich nenne mich dann immer, der zu den Blockfreien gehört, weil ich gehöre nicht zur großen Koalition. Und als Blockfreier kann ich mir dann erlauben, auch mal der Bundeskanzlerin zu sagen, Entschuldigung, ich habe da eine andere Sicht drauf. Und beim Thema Flüchtlinge war es meine Intervention, immer wieder zu sagen, liebe Frau Bundeskanzlerin, ich hätte gerne eine Altfallregelung. Ich hätte gerne eine Entscheidung, bei der wir nach humanitären Kriterien sagen, wir hören auf, Verwaltungsverfahren, die 3 Jahre und länger laufen, hören wir auf, weiter zu betreiben, sondern wir beenden es mit einer Bleiberegelung, aus der wiederum eine Arbeitsgenehmigung entsteht, damit diese Menschen, die da sind, deren Kinder längst in unsere
Schulen gehen oder in die Kindereinrichtung gehen, ein Teil unseres eigenen gesellschaftlichen Prozesses werden. Das erlaube ich mir dann und kann tatsächlich dann auch sagen, an der einen oder anderen Stelle ist es ganz gut, dass es auch ein paar gibt, die nicht zur großen Koalition im Bund gehören. Letzte Bemerkung, ich halte die große Koalition, und jetzt rede ich von keiner der beiden Parteien, ich halte die große Koalition an sich für ein Problem. Ich halte sie für gefährlich für unsere demokratische Entwicklung. Das Stichwort Österreich lässt uns eigentlich wahrnehmen, was passiert, wenn zwei große, die eigentlich unterschiedliche Blickwinkel in der Gesellschaft abdecken müssen und um die herum sich der ganze demokratische Diskurs entwickeln muss, wenn die auf ewig zusammenhocken, dann kommt am Ende nur noch immer die gleiche Soße raus und keiner der Bürger erkennt mehr, was ist eigentlich konservativ und was ist eigentlich progressiv? Und wo ergibt sich bürgerlich Progressives, womit man auch bei CDUlern Bündnisse eingehen könnte? Und wo haben wir auch manchmal Rückwärtsgewandtes bei Vorstellungen der Sozialdemokratie? Also einfach freier drauf zu gucken, weil es einen Wettbewerb von Ideen gibt, halte ich für dringend notwendig. Und deswegen werbe ich für eine Alternative zur Großen Koalition. Der Automatismus, das Rot-Rot-Grün, die Antwort darauf ist, den sehe ich auch nicht, sondern ich sehe darin, dass wir unseren Anteil so stark machen müssen, damit wir im Bundesrat und im Bundestag mitspielen können, wenn es um Ideenwettbewerbe geht. Und ich glaube, es gibt eine zentrale Botschaft. Vom Menschen her gedacht, vom Kind her gedacht, von der Familie her gedacht, brauchen wir andere politische Ansätze. Wir brauchen nicht den Reparaturansatz zu Hartz IV, sondern wir brauchen die Bezahlung von Arbeit für Langzeitarbeitslose. Wir brauchen endlich eine Offensive, damit Langzeitarbeitslose, wir haben mittlerweile 1000 solcher Stellen geschaffen, die zahlen wir aus reinem Landesgeld. Damit spart Herr Schäuble Hartz IV Geld. Wir haben ihm gesagt, gib uns das Geld, das du sparst. Nicht wegen unserem Landeshaushalt, sondern ich würde es gerne wieder in Arbeit stecken. Ich würde den Nächsten gerne damit die Möglichkeit geben, gemeinwohlorientierte Arbeit zu machen, und zwar 5 Jahre lang bezahlt, damit das keine Diskriminierungsarbeitsverhältnisse sind. Damit das, was wir als Riesenproblem haben, wir haben eine steigende Langzeitarbeitslosigkeit, die blockiert die Menschen und die zerstört gesellschaftliches Denken. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine andere Mehrheit im Bundestag. Das war der Blick aus Thüringen auf die Frage nach Rot-Rot-Grün. Ich würde gerne mal aus europäischer Sicht darauf schauen. Ich sage das auch deshalb, weil heute Abend findet in der Volksbühne wieder eine Veranstaltung der Initiative DiEM25 statt, die von Yannis Varoufakis und vielen anderen auch von mir mit gegründet wurde. Das ist eine Initiative zur Demokratisierung Europas. Und die Idee dahinter ist, der jetzige Kurs innerhalb der EU wird ganz klar bestimmt und dominiert von der deutschen Bundesregierung, von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Und dieser Kurs hat 2 Folgen. Zum einen führt er zu wirtschaftlichem Ungleichgewicht. Wenn du auf Dauer immer mehr in andere Länder verkaufst, als du von diesen Ländern einkaufst, führt das einfach zu wirtschaftlichen Krisen, die am Ende den gesamten Kontinent in Bedrängnis bringen. Und zum Zweiten hat dieses Bestehen auf Sozialkürzungen innerhalb von Europa die Rechtspopulisten stark gemacht. Und wenn man will, dass sich hier was ändert, muss es einen Wechsel im Bundeskanzleramt und im Bundesfinanzministerium geben. Das heißt, Wolfgang Schäuble darf nicht länger den Ton angeben in der EU, wenn wir wollen, dass die EU wieder demokratischer wird und nicht nur Institutionen wie Troika das Sagen haben. Das Thema Flüchtlinge, dazu gibt es Fragen. Bodo hat das angesprochen, das lasse ich jetzt an der Stelle außen, verbinde das mit einer Werbung. Gleich in einer Viertelstunde, 14.30 Uhr, gibt es auf dem Marktplatz eine ganze Diskussionsveranstaltung zu dem Thema, zusammen mit Stefan Lessenich, mit mir und einem eritreischen geflüchteten Priester. Da kann man also weiter das Thema vertiefen. Aber hier gibt es eine Frage, die finde ich ganz spannend und die führt uns zu einem Punkt, den wir beide zusammen gemeinsam erlebt haben, nämlich die Neubildung der Linken. Die Frage lautet, brauchen wir nicht eine geeinte sozialökologisch linke Partei, die Linke wichtige Teile der Grünen, eventuell auch bisherige SPDler und noch nicht parteigebundene Linke umfasst und einschließt? Fragezeichen.
Schon wieder eine Neugründung der linken Bodo. Bevor wir in die Zukunft schauen, lass uns noch mal gemeinsam auch fürs Publikum zurückschauen. Die Linke feiert demnächst ihr zehnjähriges Bestehen als neu gegründete Partei Die Linke. Wir beide haben diesen Parteineubildungsprozess zusammen begleitet. Wir haben Sachen erlebt, die sind inzwischen schon komplett untergegangen. Also als eigentlich man schon dachte, juhu, jetzt gelingt es das Zusammengehen. Beide Parteien, die bis jetzt getrennt getagt hatten, kommen wieder zusammen. Da gab es eine Meldung aus dem Saal der WASG. Die haben bei der Beitragstabelle was anderes beschlossen. Und nun glaubt man ja nicht, dass so historische Prozesse wie die Neugründung einer Partei an so einer Banalität wie einer Beitragstabelle scheitern können. Können sie aber, weil eine Partei eine gemeinsame braucht. Das heißt, wir beide, wir hatten schon eine Flasche Bier jeweils geöffnet. Wir mussten das Bier stehen lassen, die Tanzfläche stehen lassen, was mir sehr schwer gefallen ist. Und uns nochmal tief nach Mitternacht zurückziehen und neu verhandeln, um auf eine gemeinsame Beitragstabelle zu kommen. Wir haben Situationen erlebt, wo wir eigentlich alles schon abgesprochen hatten und am Ende feststellten, es ist ein großer Unterschied, ob im Parteinamen ein Bindestrich oder ein Punkt steht. Das macht juristisch den Unterschied. Das eine kann dir gekippt werden, das andere nicht. Mussten wir wieder in der Nacht- und Nebelaktion zusammenkommen und aus dem Bindestrich einen Punkt machen und so weiter. Also solche Sachen haben wir erlebt. Aber wir haben immer gesagt, wir machen das nicht einfach, damit nur 1+1=2 entsteht, sondern damit was Neues, Drittes entsteht. Bodo, wenn du jetzt so auf die Zeit vor über 10 Jahren zurückschaust, was waren so die größten Hoffnungen, die du verbunden hast mit der Neubegründung der Linken? Meine Hoffnung war tatsächlich, als ich 1999 als Parteiloser für die PDS kandidiert habe. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ich war mit Gabi Zimmer zusammen, der Spitzenkandidat in Thüringen. Und da war ich parteilos, weil ich mein Leben lang parteilos geblieben bin. Als Gewerkschafter war es nämlich so, wenn man hauptamtlich wurde, kriegte man immer einen Aufnahmeschein einer anderen Partei hingelegt. Und da ich so stur war, den nicht zu unterschreiben, blieb ich dann bis zum Schluss parteilos. Und erst 1999 hatte ich mich dann entschieden, als Parteiloser für die PDS zu kandidieren. Bin damals aber konfrontiert gewesen mit dem Kosovo-Krieg, mit dem ersten Bombardement auf Serbien, mit Beteiligung der Bundeswehr. Und ich erinnere mich noch gut, wie tief der Riss in der SPD quer durch die SPD ging. Der Parteitag bei der SPD mit Erhard Eppler und die wirklich sehr aufwühlenden Situationen, die damals waren. Damals habe ich dann für mich entschieden, ich trete der PDS bei. In Kenntnis der Verantwortung der PDS, auch zum kirchenfeindlichen Agieren der SED, auch zu dem, was aus der DDR noch an Verantwortung da ist, über was wir auch reden müssen. Aber es war die Partei, die konsequent im Bundestag immer bei Kriegseinsätzen mit Nein gestimmt hat. Das hat mir großen Respekt abgenötigt. Und deswegen steht in meinem Eintrittsformular, ich trete dieser Partei bei, um damit denen den Rücken zu stärken, die eine gesamtdeutsche Linke damit stärken und stabilisieren wollen. Dass ich aber selber auch mal wenige Jahre später daran mitarbeite, das habe ich da nicht ahnen können. Sondern es ist dann die Konsequenz 2005 aus der Hartz-IV-Gesetzgebung von Rot-Grün, die WASG als Neugründung aus der SPD entstanden und die WASG und wir haben konkurriert in Nordrhein-Westfalen. Ich erinnere mich an den Landtagswahlkampf vor wenigen Tagen noch ziemlich gut, 10 Jahre zuvor. Es hatte für uns 0,9% PDS gereicht und für die WASG 2,8%. Zusammen hätten wir immer noch nicht 5% gehabt. Aber um gesamtdeutsch Gewicht zu haben, hätten wir auch in NRW 5% gebraucht. Mindestens aber mal 3-4% Gesamtwestdeutsch und 25% Ostdeutsch, um überhaupt über die 5%-Hürde bei Bundestagswahlen zu kommen. Und wir waren als PDS gerade aus dem Bundestag rausgeflogen. Petra Pau und Gesine Lötsch saßen alleine im Bundestag. Damit war keine kraftvolle Stimme von links mehr, sondern zwei Einzelne, die man dann noch hinten an Tischen, nicht mal an Tischen, nicht mal Tische haben sie gekriegt, sondern abgesetzt hinten durften sie dann als Zaunkönige sitzen. Und das war für mich die Begründung, warum ich gesagt habe, ich mache da gerne mit, um diese neue gemeinsame Kraft entstehen zu lassen. Und die wäre nicht durch Addition gegangen. Die PDS musste sich verändern, die WASG wollte sich verändern
Und daraus musste eine gemeinsame gesamtdeutsche Kraft entstehen. Und ehrlich gesagt, dieser Auftrag steht heute noch. Wir sind immer noch im Veränderungsprozess. Er ist nicht abgeschlossen. Aber ohne uns wird es bestimmte Themen wie Steuergerechtigkeit, die Frage der Vermögensverteilung, die Frage von Friedenspolitik, ohne uns würden diese Fragen nicht mehr gestellt. Und ich möchte, dass sie auch in Zukunft noch gestellt werden. Und am besten wäre es gut, wenn wir auch anfangen würden, neue Antworten darauf zu geben. Und das geht nur, wenn es auch eine Kooperation gibt. Deswegen erinnere ich gerne dran, aktuell vor 20 Jahren haben wir die Erfurter Erklärung mal geschrieben. Da war ich noch parteilos. Das war der Aufruf für eine andere Politik in Deutschland. An dem Aufruf, wenn Sie es googeln wollen, googeln Sie mal nach, 9. Januar 1997, Erfurter Erklärung. An dem Text hat sich bis heute nichts geändert. Er ist zeitlos aktuell. Diesen Aufruf haben wir immer noch. Die Politik muss sich verändern. Mehr Mitbestimmung, mehr tarifvertragliche Sicherung, mehr Umverteilung auch bei Tarifkämpfen. Also nicht nur Steuergerechtigkeit, sondern auch soziale Gerechtigkeit über soziale Kämpfe. Und ich glaube, dass wir da einen ganzen Aufbruch bräuchten, damit sich Klima in unserem Land wieder zum Guten für die Menschen verbessert. Ja, vielen Dank. Das war Bodo Ramelow, Ministerpräsident aus Thüringen. Und wir waren hier am Stand der Linken, vor allen Dingen der BAG, Christinnen und Christen bei der Linken. Wenn Sie noch Lust haben, später mit mir zu sprechen, können Sie mich hier 15.30 Uhr treffen in einer Sprechstunde. Jetzt gibt es aber dann erstmal die Veranstaltung auf dem Marktplatz. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die Linke wird demnächst 10 Jahre alt. Wir haben einiges erreicht und wir haben noch viel vor uns. Ich denke, gerade in Zeiten, wo nichts mehr sicher ist, braucht es eine Kraft, auf die Verlass ist, die verlässlich für Frieden ist, auf der ihr Nein zu Krieg Verlass ist und die verlässlich gegen Armut und für eine Besserstellung der Mitte streitet. Vielen Dank.